Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und weiter? Was ja, machen wir denn der heute? Der RS9 steht auf der anderen Seite. RS9 ist ein Geheimprojekt. Richtig, genau. Das erzählen wir dann später mehr zu. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja gerade Pierre kennengelernt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mittlerweile kennt er ja Pierre schon, unser Lagermeister, der immer eigentlich der Mann für alles ist. Ne? Nach Abbau, wir kommen gerade von der Essen Motorshow, ihr seht es. Wir haben tatsächlich Sonntagabend noch alles abgebaut. Pierre ist in LKW nach Hause gefahren. Gespann Nummer 1, Gespann Nummer 2, unter uns Gründer mitgenommen, aber war auf jeden Fall der beste Weg. So haben wir alles hinter uns. Eine ganz beliebte Frage immer wieder ist, wie kriegen wir eigentlich die Autos in den Ladenverkauf rein? Weil Limo fährt noch nicht ganz, muss nochmal wieder zurück in den Ladenverkauf. Woanders kann ich aktuell nicht schrauben. Deswegen machen wir das heute und zeigen euch das mal. Weil ganz viele können sich das absolut nicht vorstellen, wie einfach es dann doch ist, ein Auto da reinzukriegen. Noch einfacher wäre es natürlich, wenn wir ein fahrbereites Auto hätten, was wir allerdings nicht haben, leider. Aber ich zeige es trotzdem. So, das Ganze fängt, also erstmal nochmal kurz ein Resümee zur Essen Motorshow. War wie immer geil. An der Stelle muss ich auch wirklich sagen, ohne mein Team. Deswegen nochmal vielen Dank an alle gerade hier Anwesenden. Pierre, ne? Immer wieder gerne. Nico, auch natürlich. Ja, auch immer alle gerne. Anderen auch, alle, die mit dabei waren. Ihr habt die Jungs gesehen. Es ist einfach am Ende Fleiß und Knochenarbeit, alles aufzubauen, alles abzubauen, sich um alles zu kümmern, alles zu machen. Jetzt muss ich alles dazu sagen, die Essen Motorshow lohnt sich deswegen jedes Jahr wieder, weil einfach über 300.000 von euch dahin kommen. Das heißt, diese Menge an Leuten, die man in 10 Tagen sieht, hat man einfach nirgendwo anders. Das heißt, übertrieben gesagt, kann man ein ganzes Jahr lang nirgendwo hinfahren und fährt nur zur Essen Motorshow und sieht und trifft halt alle Gesichter und das macht es halt einfach so wertvoll, wie es halt einfach ist. Ne? Muss ich sagen. Plus, was natürlich immer wieder für uns als Firma extrem cool ist, dass wenn man sieht, alles was man das ganze Jahr über gemacht hat, verkauft hat etc., dort dann wieder antrifft und die Leute wirklich vor einem stehen, ey, ich habe bei dem und dem Drop das und das Klamottenteil gekauft, ich würde jetzt gerne noch das kaufen, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes, so viele schöne Geschichten, dass die 10 Tage zwar extrem schlauchend und anstrengend sind, aber am Ende fahren wir zumindest alle mit einem Grinsen nach Hause und hatten eine schöne Zeit, weil ich glaube, dass unser Team auf jeden Fall, wie habe ich es neulich zu meinen Jungs gesagt, wir brauchen wirklich nur einen Messetag, ein Restaurant, ein paar Bier und ein paar Flaschen Wein und haben einfach unseren Spaß. Kann man so auf jeden Fall sagen. Und das zeichnet schon viel aus. So, lange Rede. Ich wollte es euch unbedingt immer mal zeigen. Bisher hat es nie gepasst, da es jetzt gerade aber trocken ist und wir genug Leute sind. Machen wir das jetzt einfach mal. Also, dieses Auto, nicht fahrbereit, muss irgendwie hier rein. Die Tür hier ist 2 Meter, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen 2,50 Meter. Also das ist auf jeden Fall breit genug, um ein Auto reinzukriegen. Die haben wir damals extra so reingemacht. Und diese Treppe ist auch stabil genug, dass man theoretisch ein Auto draufstellen kann. So. Das Problem ist nur, wenn man hier mit Rampen arbeiten würde, mit unseren tiefen Autos, dadurch, dass hier auch noch eine Senke ist, ja, würde ich sagen, geht die Rampe gefühlt bis hier, bis wir da überhaupt im Ansatz ein Auto reinkriegen. Hier, kannst du mal einmal kurz filmen. Selber nimmt das so gar nicht mehr wahr, aber jeder, der immer mal das erste Mal hier ist, wir sind wirklich gut über Einflussschneise Flughafen, dann schon immer wieder beeindruckt. Ne? So, also habe ich mir irgendwann mal überlegt, die einfachste Variante, weil es war wirklich gar nicht so geplant, dass wir regelmäßig Autos in den Ladenverkauf stellen, sondern wir haben halt einfach gesagt, die Tür sollte schon so und so breit sein, damit man es auch mal ganz aufmachen kann und zufälligerweise ist es auch entstanden, dass man auch Autos reinkriegt. Ich habe immer überlegt, ob man hier eine Bühne hinpackt und das Auto mit einer Bühne hochhebt, dann ist aber das Problem, dass wir immer noch hier den Abstand überfahren müssen und die Bühne wäre natürlich jedes Mal weg, weil wir haben ja nebenan noch einen Paintball-Shop, das heißt hier ist auch Kundenverkehr etc., das heißt die kann nicht dauerhaft hier sein. Den ganzen Asphalt aufmachen, um jetzt irgendwie was eingelassen, alles voller Action, weil es geht nämlich viel, viel einfacher. Und zwar, wir machen uns das Leben nämlich ganz einfach, wir laden Limo noch nicht mal ab, sondern schieben Limo einfach nur von geschlossenen Trailer auf den offenen Trailer. Vorher auf jeden Fall ein Auto anhängen, sonst macht das Ding nämlich in alle Richtungen irgendwelche Bewegungen. Und dann schieben wir mit dem geschlossenen Trailer den Anhänger, schieben wir mit dem Auto den Anhänger minimal davor. Das geht nicht sonderlich gut, weil der Winkel hier einfach zu eng ist. Das heißt, die letzten Meter muss man dann händisch einfach nur den Trailer ein bisschen rücken. Und wenn man an den richtigen Stellen die Rampen und den Trailer unterfüttert, können wir das Auto einfach gerade in den Ladenverkauf reinschieben. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, steht das Auto dann richtig rum? Er steht dann rückwärts hier drauf, das heißt, wir schieben vorwärts rein. Das passt. Also, als allererstes positionieren wir den Trailer hier vor. Schön parallel. In dem Moment, wenn wir über diese Rampen fahren,
geht das Gewicht über die Rampen hier drauf. Das heißt, damit dieser Trailer nicht abkippt in dem Moment, wenn wir mit den Rädern drauf fahren, müssen diese Rampen hier drauf liegen. Die Rampen müssen hier drauf liegen und dann schieben wir ihn einfach rüber. Aber als erstes fahre ich einmal kurz den Bus hier vor, damit das Ganze schön steht. Sag mal was, du musst ein bisschen moderieren hier. Moderieren? Ja. Wie fandest du denn die Essen Motorshow? Stressig wie immer. Das stimmt. Stress aber pur. Aber auf auch Spaß gemacht. Immer. Ne? Ja, hat Spaß gemacht. Schnitt. Machen wir Pause jetzt. Rückfahrkamera, beste, wenn man Anhänger anhängen will. Ja, hab ich gut gemacht, ne? Ja, sehr gut. Perfekt, ne? Das nimmt mein Auge. So geil, wie viele gerade im Dunkeln immer denken, Alter, wie oft bist du denn schon rückwärts an den Trailer rangefahren, dass es genauso passt, aber T5 wirklich. Das ist wirklich sehr praktisch, ja. Genau die Rückfahrkamera drauf und man sieht es wirklich die Force raus. So, jetzt haben wir immerhin schon mal gesichert, dass der Trailer so nicht mehr hoch kann, wenn da gleich Gewicht drauf ist. Jetzt ist allerdings das Problem, dass die Kombination aus unserem Gespann gerade zu hoch steht. Das heißt, wir müssen jetzt das Stützrad nehmen. Damit haben wir auch gleichzeitig gewährleistet, dass er nicht zu weit rollt, weil man sieht, dass der Trailer jetzt leicht zu hoch steht. Jetzt muss ich das Wichtigste holen, das Lenkrad. Das Snap auf Lenkrad. Können wir? Ja. Gut. Zu schnell, warte. Weil wir haben nämlich öfter schon den Fehler gemacht, dass es jetzt tatsächlich abgesackt wäre, gegen den Unterboden kommt. Geht aber nicht, weil das Gewicht natürlich da drauf kommt und hier runterdrückt. Wie viel Platz ist da auf der Beifahrerseite so mit Felgen? Also 5 cm. 5? Also echte 5 oder 2? Nee, 5. Okay. Soll ich Zollstock nehmen? Und 1, 2, 3. Ganz ruhig bis hinten gegen. Gut, ja. Fühlt sich so, als wenn er drüber steht. So. Ja. Na jetzt? Safety first. Es gab nämlich schon Autos, die sind runtergerollt. Da gibt es auch Spanngurte. Ne? Ladungssicherung. Hast du gelernt? Ich nicht. Ich hab's gelernt. Nico, stimmt. Der Kameramann ist ja der eigentlich sagen muss, ob es richtig ist. Ja. Ich würde jetzt schon sagen, dass das falsch ist, weil der Motor verdreht ist. Was sagt Nico dazu? Ja, ist egal. Ja, ist egal. Passt schon. Hauptsache Gurt ist dran, ne? Mehr brauchen wir nicht. Jetzt kann ich euch einmal nämlich nochmal zeigen. Hoch, dann doch der Auspuff ist. Also ich meine, klar, zu der Ansicht brauchen wir nichts sagen, ist irgendwie wieder ein bisschen tiefer geworden als gedacht, das Auto. Weil das ist ja schon echt flach jetzt. Aber, wenn man hier jetzt guckt, klar, Auspuff hängt unten raus, aber es ist jetzt nicht so, dass er komplett übertrieben. Nö, finde ich überhaupt nicht. Zentimeter rausgeht, ne? Boah, selbst hier, weil sieht natürlich schon räudig pervers aus, muss man schon so sagen, aber... Sieht schon geil aus, ne? Ja, klar sieht die geil aus. Schieben wir jetzt auch geil in den Ladenverkauf rein. Wichtig ist immer, dass die Flucht von den Rädern schon zur Treppe passt. Bin ich schon zu weit nach hinten oder geht? Wenn wir jetzt rumdrehen, auf der Achse. Oh, das müsste theoretisch gehen. Also meinst du abhängen und dann rumdrehen, ja? Aber wenn du jetzt, stell dich mal einmal an das hintere Rad. Ne, noch einen weiter. Das hier. Ist das jetzt ungefähr Anfang Treppe? Ja. Ja, genau, dann passt. So, jetzt kommt der Teil, der eigentlich am anstrengendsten ist. Aber geht nicht anders. Das Stützrad lösen. Jetzt, nee, man muss leider das Auto auf den Rädern drehen. Genau, einmal müssen wir da aushängen und dann müssen wir auf den Rädern drehen. Und dann müssen wir noch irgendwie Teile schnell besorgen, die wir mal runterlegen können. Weil es doch irgendwas nicht so geil ist. Das ist eine Rückfahrt. Ich fahre den Bus mal weg, oder wir können noch zurück. Jawohl! Das sagst du mal beim ersten Mal. Ja, muss ja auch mal was beim ersten Mal klappen. Dann könnt ihr jetzt ein bisschen näher schieben. Ja, passt, dann packst du da wieder anders. Genau, hier müssen wir die Rampen ganz hochheben. Also hier müssen wir gerne hochgezogen sein. So, jetzt könnt ihr ein bisschen weiter schieben, bis ich Stopp sage.
fest oder Keile runter? Keile runter, eins auf Bremse fest. Aber ich gehe jetzt ja eh hier auch. So, jetzt ganz wichtig. Der Trailer darf natürlich gleich hier nicht vorne hochgehen, weil kein Auto dran ist. Deswegen einfach hier so Postständer drunter. Und hier genauso einfach was unterlegen, dass wir da gerade drauf können. Quasi wie man es in der Fahrschule lernt. Natürlich. Kannst du die jetzt festmachen, dass die nicht reinrutschen? Theoretisch ja, aber rutschen sie nicht. Weil die, selbst wenn du sie reinkriegen wollen würde, ist das eigentlich ganz geil gemacht. Dadurch, dass sie jetzt hier gerade überlenkt sind, so ausgeklappt, kannst du gar nicht mehr schieben. Dann würdest du jetzt hier so gegenschieben. Das ist immer das Nervige, deswegen müssen wir ein bisschen nach vorne, um sie wieder rausziehen zu können. Ja, dann setz dich mal rein und wir starten. Und einfach hier. Das war jetzt auch Video, das du mir gezeigt hast. Ja, das ist noch so das Stabilste. Oder, was auch extrem gut geht, ist oben in der Felge, weil man da am meisten nur auf die Finger aufpassen, wo der Bremssattel hier im Weg ist. Howie, ne? Hast Howie, du lass das! Lass das! Und ich würde ehrlich gesagt oben drauf mitgehen und lenken. Und dann können wir loslenken. Also ich lenke, ihr könnt einfach schieben, sonst schrei ich, ne? Achtung, jetzt macht's gleich einmal klug. Genau. Mal unterschätzt immer, wie schwer das Ding ist, ne? Wenn ich doch mehr Leichtbau betrieben. Alter, wenn jetzt über der Kante. Eins, zwei, drei. Jawoll! Du wolltest ein 100er Intro machen. Packst du da vorne nicht einfach mal eine Binde in den Shop? Ja, das wäre halt gut. So, hängen wir unten. Jetzt über der Tür. Eins, zwei, drei. Jetzt über der Kante. Das habt ihr echt spitze gemacht. Sie sind der Meinung, dass ich schwitze. Ja, das war's schon. Und ein Heineken. Ich will ein Bier trinken, ne? Ja, gleich. Aus dem Anhänger weg. Feierabend hier. Und dann? Hatte ich eigentlich erzählt, ich war neulich bei einer Firma in Bayern. Da gab es zum Mittagessen einen halben Liter. Also war gang und gäbe. Standard, ne? Das ist gang und gäbe, also auch so die Milch. Ne? Ich dachte so, boah, okay, so einen halben Liter jetzt zum Mittag. Nee. Jeder, der es gerade leicht kratzen hören hat, natürlich hängt der Auspuff unten raus, das ist gang und gäbe, dass wenn ich irgendwo aufsetze, wie zum Beispiel an der Kante hier, ist das in dem Fall jetzt einfach unser Auspuff. Das heißt, das ist auch eine Stelle, wenn die mal kratzt, ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn der Unterboden kratzt. Oder? Aber wir haben gesehen, wenn ich da jetzt natürlich noch komplett geschlossen den Unterboden runter machen will, wird das schon, muss ich wie in der Formel 1 in Holzplatte machen. Ja, aber ganz geil eigentlich. So, komm her, Nico, komm her, komm drin noch. Ja, und das steht da wieder. Auto ist wieder da. Essen Motorshow 2023 im Laden. Keine Ahnung, wie lange hat es jetzt gedauert? 20 Minuten, 30 Minuten? Noch nicht mal wahrscheinlich. Alles heile geblieben mal wieder? Also ganz viele, wirklich. Jetzt kommen so viele Leute an und sagen immer wieder, wie kannst du das mitmachen, dass die Leute so aufs Auto fassen? Ich sag ganz ehrlich, hier ist so viel Detailer drauf, weil wir jeden Abend mit Detail über das Auto gehen. Da passiert wirklich nichts. Selbst wenn da hier und da mal kleinste Kratzer drin sind, dann muss man es halt einmal leicht überpolieren, fertig. Aber es ist nicht so, dass sich irgendwie einer so mit der Hose am Auto lang brett, so die Leute sich so lang schieben, das 0,0. Also und das Auto soll ja nicht gefahren werden. Und einmal über den Flugplatz ist 10-mal schlimmer als alles andere. Aber ihr seht ja sogar an den ganzen Fettfingern, wie viel Speck und so da schon drauf ist. Und das schützt natürlich auch die Oberfläche in Summe. Ne? Ja, wie geht's weiter? Entweder ich mache den Kahlbaum zu Ende, dass wir das Ding tatsächlich mal anreißen können. Oder Thema Käfig und dann auf jeden Fall noch Thema Innenraum. Wir haben so ein ganz bisschen schon angefangen. Kannst du mal einmal drauf schwenken. Ja. Hm. Ron konnte es nicht sein lassen. Firma Nadel Works und hat schon mal den Sitz so ein bisschen schöner gemacht. Armaturenbrett und so, Hutablage und so. Ich kann es wieder nicht. Ich kann es nicht sein lassen. Also es wird am Ende doch wieder ein geiler Innenraum. Wir machen auch noch irgendwas mit Türpappen, Einstiegsleisten und so. Das wird gut. Aber ich glaube, meine Motivation ist am höchsten, jetzt den Kahlbaum fertig zu machen. Der ist so 70% fertig, aber ganz ehrlich, 70% fertiger Kahlbaum sieht auf der Messe extrem kacke aus. Und ich wollte ihn jetzt auch nicht einmal wickeln, nur für die Messe, weil ja, jeder, der schon mal einen Kahlbaum entwickelt hat, es gibt nichts Schlimmeres, weil es klebt wirklich wie Teufel. Und genau aus dem Grund habe ich dann gesagt, okay, dann nehmen wir den ganzen Kahlbaum wieder raus. Den mache ich jetzt in Ruhe fertig, dann können wir das Ding anschmeißen und dann schauen wir mal. Aber natürlich, sowas hier, das soll alles nicht so offen bleiben, sondern wenn ich ganz genau weiß, wie der Innenraum wird, mit Käfig, mit Rohren und so weiter, gibt es noch ein finales Upgrade für den Innenraum und dann ist das Ganze schön geil. Ja, ich würde sagen, tschüss, danke fürs Zuschauen, danke für die geile Essen-Motorshow, danke an mein Team, die das jeden Tag hier möglich machen und wir sehen uns im nächsten Video, ich weiß noch nicht wo, wie, was, aber gucken. Ciao.
Von mir auch nochmal tschüss. Vielen Dank dann fürs Zuschauen und ich gönne mir jetzt einen Heineken. Prost. Lass dir schmecken. Danke. Prost.